Herzlich willkommen zu einem Mainova-Spezial. Ist Ihre Heizungsanlage eigentlich effizient? Da viele Heizzentralen immer noch analog betrieben werden, lässt sich das leider oftmals schwer feststellen. Aber es gibt eine Lösung, nämlich Heatrail. Das ist ein digitales System, mit dem Sie Ihre Heizungszentrale überwachen können. Die Mainova und der Praxispartner ABG haben dieses Produkt gemeinsam entwickelt. Ja, und wie es funktioniert, das wollen wir heute mal etwas genauer unter die Lupe nehmen, nämlich mit zwei Experten von der Mainova. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Christian Borg-Krebs und Fabian Liebske. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo. Ja, Herr Borg-Krebs, fangen wir doch einfach mal bei Ihnen an und bei dem Thema, dass die Heizanlage digital zu überwachen ja schon ein sehr relevantes Thema ist, gerade weil ja viele Heizanlagen auch in die Jahre gekommen sind. Warum ist dieses Produkt also so wichtig? Nun, wir haben in Deutschland ca. 60% der Heizanlagen, die vor dem Baujahr 2002 sind. Was bedeutet, dass sie sehr wahrscheinlich noch nicht vernetzt sind. Und sagen wir, bei dem Privathaushalt ist es vielleicht noch nicht so problematisch, wo man selbst noch mal in seinen Keller gehen kann. Aber in dem Moment, wenn man vielleicht Manager von vielen Liegenschaften ist, ist es nicht mehr so einfach, einfach mal in den Keller zu gehen und zu schauen, stimmt die Vor- und Rücklauftemperatur, ist die Heizung vielleicht auf Störung. Und hier bietet das Produkt Heatrail Abhilfe, um die bestehenden Heizanlagen, die ja doch eine sehr, sehr große Anzahl mit sich bringen, zu digitalisieren, fern zu überwachen und natürlich dann auch zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen, wenn jetzt zum Beispiel eine Störung auftritt, das rechtzeitig zu tun und nicht dann, wenn vielleicht die Mieter kein Warmwasser mehr haben, weil der Speicher dann leer gelaufen ist, sondern wirklich sozusagen genau zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler auftritt. Sie haben ja jetzt schon so ein paar Vorteile erwähnt. Was gibt es denn noch? Warum eignet sich dieses Produkt? Nun, bei diesem Produkt geht es vor allem um den Retrofit, also sprich Bestandssysteme nachzurüsten. Und da hat das System einen großen Vorteil, weil es braucht keine lokale Infrastruktur. Das heißt, man muss nicht irgendwie groß Kabel verlegen, sondern man baut das System ein. Die Daten werden praktisch mit einer Funktechnologie übertragen. Dann läuft das Ganze auf ein Softwaresystem zusammen, wo die ganze Auswertung stattfindet. Sehr einfach zu installieren, sogar batteriebetrieben, sprich man braucht sogar noch nicht mal einen Stromanschluss an vielen Stellen und man ist nicht auf die Heizanlage selbst fokussiert, sondern man kann auch Nebenanlagen der Liegenschaft mit einbinden und so eine Art digitalen Zwilling aufbauen, also man hat dann Hebeanlagen, Lüftungsanlagen und sonstige technische Anlagen, die sozusagen auch mit in der Überwachung sind. Und man baut ein sogenanntes BIM damit auf, also ein Building Information Management System, und kann dann seine gesamten Liegenschaften, sein ganzes Portfolio sozusagen in diesem System managen. Das klingt ja auf jeden Fall nach viel Übersicht und Überblick auch, die man sich da verschaffen kann. Für wen eignet sich Heatrail? Also vor allem für Unternehmen, aber auch für Privatleute, die natürlich eine große Anzahl von Liegenschaften betreuen. Also ich sag mal, ab 5 bis 10 ungefähr fängt es an, da wird das System interessant. Je mehr Liegenschaften da sozusagen dahinter stehen, desto spannender ist das natürlich und desto größer sind auch die Effizienzen, die zu heben sind, weil man natürlich dann auch wahrscheinlich mehr Bestandsimmobilien drin hat. Und das andere ist natürlich, dass man nicht nur auf private Immobilieneigentümer schaut, sondern natürlich auch auf die Wohnbaugesellschaften zum Beispiel und die gesamte Wohnungswirtschaft. Aber auch Kommunen haben häufig sehr, sehr viele Liegenschaften, die auch meistens nicht auf dem neuesten technischen Stand sind. Und da bietet sich natürlich dieses System ja eigentlich ideal an. Verstehe. Kommen wir doch mal zu der Technik von Heatrail. Da kennen Sie sich, Herr Liebske, am besten aus. Wie funktioniert denn so eine Heatrail-Technik? Ja, im Prinzip kann man damit starten, dass wir verschiedene LoRaWAN-Sensorik in Liegenschaften verbauen. Das können unter anderem Zählerstandssensoren sein, also die einen Zählerstand übermitteln, oder auch Temperaturfühler, wie es Herr Borg-Krebs eben schon kurz erwähnt hat, die wirklich an der Vor- oder Rücklaufrohren angebracht werden. Zusätzlich können wir auch weitere technische Anlagen auslesen, alle die quasi einen Störmeldekontakt haben, sodass dann technische Anlagen wie Hebeanlagen oder Rückspülfilter ausgelesen werden können. Die Daten werden dann in meistens einem Viertelstundenintervall an unsere Gateways, an unsere LoRaWAN-Gateways, die in der Stadt verteilt sind, gesendet. Dort, von dort aus weiter gebündelt an unser Backend übermittelt.
Dort werden sie dann dekodiert und unserer Web-Applikation Heatrill zur Verfügung gestellt. Sie haben jetzt schon das LoRaWAN-Netz angesprochen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das eine Voraussetzung ist, die man haben muss, wenn man Heatrill in Anspruch nehmen will. Was gibt es da noch? Genau. Ich habe es ja eben auch schon kurz erwähnt. Es geht um eine Web-Applikation. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein internetfähiges Endgerät, Laptop, Tablet, dementsprechend natürlich dann auch einen Internetzugang. Ansonsten ist man da eigentlich relativ frei. Selbst der Nutzer an sich braucht nicht wirklich viel IT-Affinität oder eine hohe IT-Affinität, denn wir schulen im Prinzip den Nutzer, wenn er das Produkt Heatrill einkauft und zeigen ihm, wie er sich in der Web-Applikation auch zurechtfindet. Okay, also es gibt einmal eine Schulung. Und wie konkret funktioniert dann die Inbetriebnahme, also die Installation auch von Heatrill? Ja, da schauen wir natürlich im ersten Schritt gemeinsam mit dem Kunden, welche Liegenschaften kommen da überhaupt in Frage. Wie kann man die Liegenschaften ausstatten? Also wählt man ein Basispaket, wo man vielleicht nur Temperaturen oder Zählerstände übermittelt, oder können auch weitere technische Anlagen mit ausgelesen und übermittelt werden? Wenn man sich da auf einem gemeinsamen Portfolio geeinigt hat, dann geht das natürlich in der Planung weiter, indem auch der Dienstleister, der für die Installation der Sensorik verantwortlich ist, mit ins Boot genommen werden muss. Es wird eine Begehung gemacht in den Liegenschaften, wo die jeweiligen Sensoren dann installiert werden. Das wird dann dort bestimmt. Wenn das Ganze passiert ist, dann kommt der Dienstleister, der das dann umsetzt, die Installation. Und wenn das dann geschehen ist, dann kommt die Inbetriebnahme, wo wir den Kunden-Login auf unserer Plattform einrichten, die Web-Applikation fertigstellen und das Ganze dann mit einer gemeinsamen Schulung beenden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war es von unserem Mainova-Spezial. Wie immer finden Sie Informationen zu diesem Thema auf der Website der Mainova www.mainova.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.